So, hallo und herzlich willkommen zur Jungle League Season 4 in den Playoffs zwischen Goomba und Donkey Dota. Mit mir dabei ist Holy, der gleich Hallo sagen wird wahrscheinlich. Und Hallo. hallo, und wir warten auf den letzten Spectator Latmos. Ha, bin vor dem Draft fertig. Die Russen. Mr. Pity war der letzte Lader. I love Tomatoes, ausgezeichnet. Diese Information war wichtig von Goomba. Hast du auch den Bug, dass es rechts losgeht? Nee. Okay, ja, ich hab wieder. Rechts Doppelpick. Bann immer noch nicht gefixt. Anyway. Ja. Lower Bracket Gruppe 2, weil ich das noch in Erinnerung habe. Und ganz am Anfang hast du schon herausgefunden, was Handicap bedeutet. Nee. Okay. Ja. Also, Donkey Doto ist zu spät gekommen, weil sie irgendwie einen Pub gespielt haben. Deshalb haben sie ein Penalty Level 1 bekommen. Was heißt. Ja, Penalty Handicap Level 1 auf Seite von Radiant, was auch immer das bedeutet. Also stand minus 30 BZ dabei. BT, was auch immer das heißt. Also Proof Toss sollte ich das ja eigentlich wissen. Ja, das hatte ich gehofft. Wenn es jemand weiß, dann muss es schon wieder Ah, ich handicappen lassen. weiß, was es heißt. Alles klar. Alles klar. Und zwar, ja, BT. Bonus-Time, und da es bei mir auf Deutsch ist, Ach, Bonuszeit da in dem unten. Fall. Also Reserve gibt es Time. 30 Sekunden weniger Drafting-Zeit. Alles klar, Ja. easy. Deshalb ist doch die Reserve Time auf 1,15 runter. Ja, genau. Alles klar, weiß ich Ja. Bescheid. Lame, ich dachte jetzt weniger Gold oder die Helden minus 30 HP. Das macht ja gar keinen Sinn, das wäre ein Witzig. bisschen im Balance. Ja, ist halt irgendwas so Time-Rating quasi. Finde ich aber Ja, gut, dass da so eine Art Penalty das ist besteht, sinnvoll. weil das ja doch schwer ist. Auch in der John Dota League für schlechtes Verhalten oder ähnliches beziehungsweise halt Disadvantages zu geben. Sehr Oder sinnvoll. Penalty Points halt, wie sie damals in der Dota League existiert hatten. Aber wir sehen Lion, wahrscheinlich gespielt von Ede. Wahrscheinlich, ja. Es ist sehr Signature Hero schön, wieder zu Lion. sehen, dass Goomba wieder so ein bisschen Genki-Lineup geht. Brewmaster Lion. Wir sind ja bisher immer so ein bisschen das Team, was auf jeden Fall mehr Ganks abzieht als der Rest. Ja. Jennifer Und Lawrence, weil. für die, die sich wundern, wer das ist Unicorn. Ah. War auch, glaube ich, eben in meinem Streamer drin. Ah, jetzt weiß ich auch, wer das ist. 10 seconds remaining. Ja, damit prinzipiell komplett Goomba Radiant fertig. Team Ban. Da. Xist, Gasha, Chill, Ede. Jo. Interessant. Ogre noch gebannt. Quop gebannt. Okay. Kannst du dir vorstellen, warum die Quop jetzt von Donkey gebannt wurde? Noch schon Brewmaster eigentlich da ist. Nee, auch in Gumas Lineup wird die Quad eigentlich nicht so oft gespielt. Vielleicht mal von Exist in der Mitte. Brewmaster, der muss ja nicht unbedingt zwangsläufig in die Mitte gehen, sondern kann auf Dorflane sein, genauso wie die Akasha. Oder halt Aggressive Tree Lane und dann mit der Akasha auf der Safe Lane farmen. Oder halt dem Brewmaster. Schon, Aber das ich sind die habe eigentlich keine Möglichkeiten. Gefahr gesehen. Kenn ich auch Viper nicht. haben sie neulich gespielt. Okay. Ja, Troll mit Faceless Void natürlich auch eine gewisse Synergie. Ja, mit ziemlich viel. Wird relativ schwierig sein, da alles rauszubannen. Tja, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube mal, dass Goomba hier mehr auf Ganking-Sachen geht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ein defensiver Support wird. Ich habe letztes in der Bryden Open Cup, glaube ich, auch einen Bloodseeker auf Exist gesehen. Auch sehr Ja. interessant. Einfach einen Bloodseeker durch. Hat nicht funktioniert, aber hey. Lag nicht im Er muss Bloodseeker. ja mal raus. Ja. Wahrscheinlich. Hoffe, dass ich den Sand King Gasha sehe. Ausgezeichnet. Jetzt, wo ich sage. Guter Call. Ja, der. Sand King ist super abgegangen von vor 2 Spielen. Irgendwie mit Triple Kills, mit 3-Man-EPs. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das habe ich Ja, sehr der gehypt. Sand King kommt immer auf das Gegnerteam an, ne? Wenn das gut spielt, dann hat so ein Sand King einfach mal Probleme, sie dann zusammen zu erwischen, dann mit einem Burst Das Strike oder stimmt. so. Aber bisher ist zumindest noch nichts drin, was jetzt den Sand King irgendwie aus seinem Versteck locken könnte. Naja, sie haben ja auch viel Blast, ne? Also ein Skyrift Mage, wenn er da den falschen Silence, und das sind alles drei Silence, ich will nicht sagen Opfer, aber die sollten halt quasi im Fight eher gesilenced sein. Ich meine, gut, der Sandking steht meistens hinten, aber so ein Lion mit seinem Disable und vor allem mit dem Finger macht ja sehr viel Schaden, und mit dem Silence kannst du ihn halt aber auch easy rausfokussen. Beim Brewmaster selbstverständlich dann, dass die Ulti nicht getriggert wird, der Silence da auch sehr, sehr gern genutzt.
halt dann für den Fight entscheiden, aber das Skype-Match wird auf jeden Fall ein schweres Leben haben, weil der Lion ihn dann einfach wegfingern kann, wenn der nicht gesilenced wird. Oh ja, aber auch Lion. Ich nehme mal an, Skyrim-Mate wird erstmal versuchen, Brewmaster vom Ulti zu hindern. Wenn das nicht schafft, wird Lion halt jedes Mal den Silencer bekommen. Das wird ihn ziemlich abnerven. Aber Legion, Offlane Legion hoffe ich jetzt mal nicht. Würde ich jetzt mal jetzt nicht so stark bezeichnen. Troll Warlord kann ja schon ganz schön schnell zuhauen, wenn die Ultis beide quasi simultan gecastet werden. Ja, und wir haben noch eine Mystic Flare, zum sicherstellen, dass da derjenige, der geduldet wird, dann auch stirbt. Das wenn ist ja schon ein starkes Line-Up. Wird sich zeigen, ob sie das auch so exekuten können, wie sie sich das überlegen. Es hat bisher ein Hit or Miss. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, bisher alles auf Duels ausgelegt. Oder vielleicht auf ein Roshan, vielleicht wenn noch irgendwas kommt. Venge ist schon gebannt, vielleicht ein bisschen Minus Armor. Könnte man früh einen Roshan sneaken oder sowas. Er da drin. Razer. Safelane Razer? Unicorn wird wahrscheinlich einen Razer spielen, würde ich mal sagen. Zeus. Oder Axis. Design. Ich denke, wir sehen. Support Zeus? Chill auf dem Brewmaster. Oh, und Zeus ist natürlich auch starke Sache. Ja, das wird umso schwieriger für Goomba hier. Weil wenn sie da nicht die Initiation bekommen, wird Gascha halt irgendwie mit dem EP. Gegen Razer in der Mitte zum Beispiel, wenn sie das so lane würden, das wäre kein gutes Lineup für den Zeus. Der hat doch ein bisschen Nachteil durch die Aura vom Razer und dann den Damage Drain und die Rechtsklicks. Da Razer, ich glaube, das heißt ja sowieso nicht der schnellste. Mit seiner Melee Attack Range hat der Razer auch nicht so die großen Probleme da ranzukommen oder auch zerressen dann. Ja, ich glaube nicht, dass das Razer ihn wirklich vom Last Hit abhalten kann. Zeus lastet halt sowieso wegen mit dem Lightning, dem Chain Lightning und deshalb weiß ich nicht, ob da so viel Unterschied jetzt macht. Also aber wir halt sehen, nicht, ob er nicht aggressiv spielen kann. Er kann ja aggressiv stehen hinter der gegnerischen Creep Wave quasi. Zeus so out of range halten. Ja, kommt aufs Momentum an, stimmt. Aber halt, Gascha muss ultra aufpassen, dass er da nicht Epicenter channelt und dann halt irgendwie in den Bäumen festhängt. Also schneller Force Death auf jeden Fall. Tja, Legion Commander wird immer mehr vielleicht ein Offlane, oder? Könnte sein, ja. Ich meine, gegen eine Treelane, ich meine, er hat jetzt nicht so viel HP, aber wenn er hinten steht und nur XP gaint und mit dem overwhelming Odds dann quasi last hitted, beziehungsweise halt die Gegner harass, kann man schon gut stehen auf der Lane. Sollte passen, besonders weil Sand King ja auch am liebsten eigentlich nur im Dschungel ist. Also vielleicht eine halbe Duel Lane. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt noch kommt. Jetzt noch Miro für Access picken. Oder für Unicorn. Tja. Offlane ist noch viel drin. Vielleicht ein Cent oder sowas. Irgendwas für die Offlane. Oder halt Greedy. Brewmaster Offlane und noch was für die Safelane holen. Na, mal schauen. Mal schauen. Sonst für Donkey Doto brauchen sie noch einen Support. Oder sie stellen den Zeus als Support. Was nicht das Schlechteste ist, wenn es darum geht, einfach nur Sand King abzubrechen. Aber es ist halt auch Glückssache, ob man jetzt genau das Timing erwischt. Von daher. Wahrscheinlich eher mittellich mein Offline-Troll. Tinker! Dann sind wir Access auf dem Tinker. Das ist natürlich eine klare Kiste. Jesus, Safelane, okay. 3 Mithelden auf die Map verteilt. Auch schön. Bin mir nicht so ganz sicher, wie ich dazu stehe, wenn quasi Helden, die traditionell in der Mitte gespielt werden, dann auf Safelane oder Offlane gespielt werden. Weil ja eigentlich, so denke ich halt meistens, sind die Helden, die meistens Safelane gespielt werden, halt auf der Safelane sinnvoller. Und die Helden, die in der Mitte gespielt werden, haben halt schon. Es gibt halt einen Grund, warum die in der Mitte gespielt werden. Deshalb weiß ich immer noch nicht. In dem Fall ist es jetzt das Scaling im Late Game, was wahrscheinlich da ein bisschen fehlt, aber mit dem Tinker können sie relativ late gehen. Erstmal die rechte Seite meines Headsets gestorben. Das ist Timing. Sehr gut. Ja, du hast eben noch gelohnt, aber jetzt lässt es mich im Stich hier. Donkey Doto mit dem Last Hit. Last Pick. Mal schauen, ob sie jetzt noch ein bisschen delayen. Ja, ob sie jetzt noch delayen, weil noch jemand AFK ist oder ob sie überlegen.
Eggburn habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Weiß nicht. Ja, Support. Ah, jetzt habe ich es wieder gefixt. Ah, sehr gut. Naja, das liegt am Stecker. Bei mir ist mal mein Laptop aus dem Bett gefallen und dann direkt auf die Stecker halt von dem Ding. Die haben sich halt Space Cow Hype. Ah, ja, ja. Space Spirit Breaker. Ja, nice, nice, nice. Auf jeden Fall. Sehen wir ein bisschen auch extra. Gegen Tinker relativ interessant, gut. Wer hier das Momentum hat, early. Also early on, auch gerade von wegen der Nuke Power auf jeden Fall Goomba Gaming. Aber wie es sich dann so im Late entwickeln wird, das werden wir sehen. Ja, besonders halt, Troll braucht jetzt nicht so viel Space. Aber trotzdem, wenn er den bekommt, Spirit Breaker ist ja der perfekte Hero. Um Space zu geben. Ja. Pick, 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 pick. Ja, chill auf dem Brewmaster, genau, und Nikon dann auf dem Racer. Ja, auf dem Brewmaster, okay. Ja, coolio. Auch direkt die erste Pause. Ja, vom Picken meistens so. Gut. Was ist das? Overlay angepasst. Gut, wunderbar. Dann geht's mal los. Ich mach Donkey Doto, weil ich irgendwie gerade in der Ecke sitze. Andererseits, ja, die Lanes sind... Ich bin mir nicht sicher mit den Lanes, von daher kannst du, wenn du Mock hast, mal Goomba vorstellen. Ja, Goomba. Wir sehen in der Mitte Axis auf dem Tinker. Gasha auf dem Sand King, in der Vergangenheit sehr stark. Wir haben Razor, der wahrscheinlich auf die Tree Lane geht, zusammen mit Ede auf dem Lion. Sie aggressive machen, bleibt abzuwarten. Ich denke eher safe und chill halt unten auf der Solo Lane. Kriegt jetzt hier noch seinen gescherten Ward mit Scout Shield. Ja, den ersten hat auch Tinker schon geschert bekommen. Er immer noch hat. Ja, er braucht auf jeden Fall die, die Vision für die Rune. Jo. Na gut, danke, Doto. Er sieht nicht aus wie Lux irgendwie. Wie Lux? Diese Lux. Achso, Ja. Ja, gerade Ping gecheckt. Offensichtlich ja. War der Server gerade ein bisschen am Laggen. 115 ist schon ziemlich hoch für einen Luxemburg-Server für mich. Irgendwie sind alle auf 100. So über die 80 ja auch schon gerade geguckt. Nette Menschen dort. Na gut, Donkey Doto. Am Slavi auf der Offlane als Legion Commander. In der Mitte wird Cakeburn den Zeus übernehmen. Support sind AK1 und Centurion auf dem Spirit Breaker, Support Spirit Breaker und Nico Baby als Carry Troll Warlord. Ja, da habe ich jetzt als Admin. Ja, also danke dafür. Muss nicht sein. Nee, da wird's dann auch nochmal eine Ansprache an den Manager geben. Sowas muss nicht sein. Vor allem nicht im All-Chat. Komm jetzt hier ernsthaft Hakenkreuz auf der Minimap, das geht gar nicht. Okay, es ist nur angedeutet, aber. Naja, wenn's schnell weitergeht, dann hört das Ding hoffentlich bald auf. Go von Donkey, aber Goomba hat es entweder übersehen oder ist noch nicht ganz ready. Goomba scheint noch auf K zu sein. Tja, ansonsten. Donkey Doto sind jetzt mit dem Spiritbreaker doch. Haben die Möglichkeit, immer noch bessere
Mystic Flares zu bekommen, aber ansonsten vielleicht ein bisschen zu eingeschränkt darauf, dass sie halt wirklich Duels geben wollen. Sehr viel darauf gewollt hat, jetzt die Duels zu gewinnen. Physical Damage, Bestärkung von Troll, Spiritbreaker profitiert davon, besonders mit den Bashes, das stimmt. Aber ansonsten haben wir halt auch nur irgendwie Legion und Troll, die sich gegenseitig buffen. Zusammen mit ein bisschen Barer. Vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Guma haben da halt mehr Möglichkeiten. Sie haben einen Tinker, der snowballen kann. Sie haben Razor Panda, die einfach die Teamfights gewinnen können. Und dann im Endeffekt noch Gasha, der zu jedem Spielzeitpunkt hier die Epis treffen kann. Und auch Lion, der, ja, Solo-Probleme wie wir müssen unbedingt duelen, halt schon relativ schnell mit den Perma-Stunts da lösen kann. Von daher würde ich jetzt sagen, Goomba hat mehr Versatile in der Strategie, aber weiß ich nicht, vielleicht mit Trollen, Spiritbreaker und Zeus sind die Dinge von Donkeys doch besser zu exekuten, vielleicht. Ja, vielleicht sind wir jetzt ja an Runefight in der Top-Lane. Und wurde aufgestellt auf der Bottom. Geht aber los. Spacecore kommt rein. Und auf den Highground? Nein, okay, noch kein Bash. Oh, aber schönes Overwhelming Gods. Aber Mana ist jetzt erstmal weg. Aber trotzdem viel Damage, trotzdem lebt hier noch. Und ist Akka One eventuell, der hier ein Problem bekommt. Ah, Gasha kann nicht ganz den Wraparound bekommen, doch, aber ist trotzdem. Durch. Das bekommt er. Das Problem ist, wie viele Return Kills kommen noch. Ede versucht sich hier durchzutangen und kommt tatsächlich weg. Sehr schön. What a place. Ja, Zeus kann ich auch nicht holen und jetzt ist es Gasha, der hier von Zeus, ja, wird wahrscheinlich versuchen. Na, die Boots hat er. Ja, Boots hat er, kann auch TPs kaufen, genau. Und dann einfach nur so lange die Lane wie möglich. Macht er auch noch die Middle Lane. Ja, okay, da wird der Kill kommen. Na, nicht schade. Ganz geschafft. Aber schön delayed. Auf prinzipiell jeden Fall. Die ganzen Sports auch noch raus. Von Lane gezogen. Guck mal, jetzt Solo oben. Gegen den Razor. Ja, ist Minute 1, hat vielleicht den ersten Stack verpasst, aber nicht so wild. In der Mitte Centurion. Hat aber dadurch hat auch Level 2 bekommen. Und hat da schon den ersten Bash da. Was ein ja, Problem auf der Bottom könnte. Lane sehen wir jetzt ein Skyrift Match. Eventuell die Dual Lanes. Hier am Start. Beziehungsweise Solo Offlane und eine Roaming Cow. In der Top-Lane sehen wir jetzt eventuell nochmal ein Go auf den Legion Commander. Oh, er passt nicht auf und das sollte es eigentlich. Nee. Ah, sie wollen nicht reingehen. Razor ist zu weit weg. Wurde, glaube ich, auch gerade von Gasha angepinkt, so, ey, was machst du so weit hinten? Ja, Unicorn, währenddessen Ede sag ich schon, Chill. Große Probleme auf der Bottom-Lane, wird zurückgeforst, zu viel. Aber jetzt Lavi Top-Lane, eventuell, kommt wieder Go. Stun ist erste da. Zweiter Stun ist jetzt drauf, das sollte genug Damage gestohlen sein, um hier den Damage rauszuholen. Plasmafeld holt den Last Hit. Schön gemacht. Ja. Und Gasha holt sich noch den letzten Hit, okay. Ja, 2-1 auf dem Sand King nach 2 Minuten. Easy. Aber Chill kriegt unten die Rune. Keine Bottle noch, aber. Immerhin etwas. Und in der Mitte Exist hat ein Problem. Laser ist raus, von daher ist mir nicht so viel mehr Damage. Aber der Scarif Mage ist da. Ich glaube, das sollte der Damage sein. Kann hier noch die Rockets raushauen, aber geht hier auch noch Downtown-Schüsse. Kein Return Kill. 61 Leben. Sehr knapp. TPs waren auch bei den Supports nicht vorhanden. Ja, das ist halt die Stärke auch von so einer Kuh, weißt du, die Charge einfach rechtsig rein und dann wird sich schon was ausgehen. War sehr lucky von Exist, der halt hier stand und Spacecore war hier, Scarlet Mage war hier, aber die Distanz war halt einfach hier weniger. Von daher ist die Rocket nach da geflogen, sonst hätte er vorher noch tatsächlich den Kill auf den Scarlet Mage hier bekommen. Ja. Ist die Rocket nach links geflogen, das war ein bisschen dumm gelaufen. Wobei, Targets 2 auf Level 1. Ich habe aber nur eine Rocket gesehen, okay. Nimmt doch die nächsten, oder? Nearest Enemy, ja. Komm ich. Zeus Bugs. Hot Key Bug. Okay. Tja, lasst jetzt Razor gut dabei. Hat jetzt Trollen nicht so ganz dazu, aber hey. Die Last Hits ist jetzt noch nicht so aussagekräftig. Trotzdem aber Tinker. Trotzdem Death. 11 zu 5 gegen den 6 zu 0 Zeus. Klar, Zeus ist jetzt nicht der Held, der wirklich die Nice bekommt. Aber ist immerhin schon. Exist hat seine Lane unter Kontrolle.
Auch wenn er den Spirit Breaker nicht wirklich unter Kontrolle hat. Noch beide Supports von Donkey jetzt hier auf dem Weg. Oder zurück zum Fountain. Für Spirit Breaker nicht das Problem. Auch Scarif Mage. Muss da zurückgehen und schöner Pull von Ede hier. Komplett Equip Wave weggezogen. Der Charge of Unicorn wird wohl nur zum auf die Lane kommen benutzt werden. Ja, ist immer noch im Charge, okay. Aufgehört. Lane, was macht. Chill ist bei 3-2 gegen den Troll, aber kriegt immerhin ein bisschen was, hat XP. Sollte reichen. First Hit Bash unten auf Chill. Vielleicht? Nein. Nico Baby dived nicht. Exist wird hier gecharged. Mal schauen, ob er vorgeht oder nicht. Ist. Okay, safe. Uns beide von Donkey secured. Schlechte Zeiten für den Tinker, der aber immerhin noch eine volle Bottle hat. Und Legion kommt in die Mitte. Wir wollen es nochmal wissen auf dem Tinker. TPs kommen, aber wahrscheinlich zu spät. Oh, nein, Dodge! Das. Der eine Dodge! Ede, super. Und gemacht. Ede kriegt hier keinen einzigen nicht. Hit. Ah, 40 Damage fehlen. Aber sehr schön, einen gehext, den anderen gestunt. Dadurch aber die Rotation kommt. Spirit Breaker holt sich den Last Hit tatsächlich hier und Miss. Miss! Ah, nein, nicht ganz. Aber TP nicht ready, kein Mana. Und wird dann hier down gehen. Er holt sich den Kill. Gasha holt sich den Kill. Ja. Natürlich. 3-1. Sand King. Ja, kann man sich mal gönnen, nicht? Ja, schöne Rotation. Von sowohl von Spirit Breaker war es wohl worth it, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich schon, ja. Chill. Ja. Braucht Levels. Sowieso nicht die leichteste Lane da unten. Spirit Breaker hat sowieso nichts anderes zu tun, als rumzuchargen. Ist Level 4. Noch nicht wirklich hoch. Ja, 5 Minuten. Aber immerhin kann er eine Last. Er führt Netwerf der Zeus mit seinen 1-0-1. Kurz vom Razor. Ja, 21 Last Hits und 1-0-1. Ist natürlich Soul Ring auch fertig. Kann jetzt erstmal harassen. Gasha, Matt Golems. Aber auch hier sehen wir hier mal doch auf Exist einen Levelvorteil. Ist bald Level 6. Der jetzt gecharged wird. Schon, ob sie den Go machen, hat relativ viele Leben noch. Und direkt die TPs rein. Und es scheint zu reichen. Frage ist, kommen sie rechtzeitig hin, um nein, irgendwas zu stunnen? Die Zeus noch. Gasha, oh, Gasha von hinten. Schön gespielt wieder. Tinker Double Kill. Oh oh, das wollen Donkey auf gar keinen Fall. Tinker hier fett wird. Ja, that went horribly wrong. 600 GP Gold, 500 Gold für Tinker. Der jetzt seine Boots hat, okay. Aber leider nur Brown Boots. Ist auf dem Weg, Ede wird jetzt gecharged, aber auch nur vom Spirit Break, um zur Lane zu kommen und vielleicht um ein bisschen Vision auf Lane zu halten. Auch mal ganz praktisch. Troll Warlord muss jetzt halt jungeln und hat Legion die Safe Lane bekommen. Komplette Lane ist. Komplette Offlane ist für Donkey aufgegeben worden. Wahrscheinlich auch sinnvoller gegen den Razor. Ja, Legion Command ja nur Level 4, steht jetzt gegen den fast Level 6 Panda. Ja, muss jetzt auch aufpassen. Level 6 Panda kann schon mal solo killen bald. Da ist er, das Level 6, vielleicht genau aber das Richtige, weil da jetzt Rotations kommen. Ja, da sollte die Ulti schon skillen und zwar umgehend. Er versucht wahrscheinlich erstmal raus zu TP'en, aber. Ja, gut, kann alles er da. Bash. Wow, oh, das war knapp. Das war knapp. Ede. Durch die Ulti gespottet in der Mitte. Wie auch Gasha, der gecharged wird. Ja, Gasha hat jetzt ein Problem. Aber Stun schön und muss jetzt hier Sandstorm machen. Oh, oder auch einfach weglaufen. Was ein Stun. Hat er gedacht, er muss einen Sandstorm machen und darauf hoffen, dass kein Lightning Bolt da ist. Wenn Cakeburn hatte keinen Mana für den 9. Lightning Bolt, von daher wäre er wahrscheinlich sicher gewesen im Sandstorm. Aber jetzt erstmal hat Cakeburn da ein kleines Problem. Kommt, ah, schöner Silence von Line. Von XRK1 und geht hier down. Ja, da konnte Ida nicht viel machen, ein bisschen out of position gewesen. Ja, zu aggressiv vor und direkt gepunished. Und drei Helden in der Mitte. Könnte einen 10 Minuten Dagger geben für Gasha. Also nach dem Creep Stack bei ca. 1500 Gold sein.
Oh, nicht Das will man schlecht. natürlich auf einem Support sehen, ja. 3-1, ja. Playmaker bisher. Großer Playmaker. Legion Commander wird jetzt auch Level 6. Es wird gefährlich für Ganks. Chill. Muss er die Ulti jetzt benutzen, um da rauszukommen, wenn er gegankt wird. Wir sehen Rotations von Edel Troll ist auf die da, das wird Bottlane. jetzt auch. Er hat das schon gerochen, deswegen gleich. Ja, war Edel ist da, eventuell könnten sie jetzt hier selber. Oh, wunderschön. Und gerade so noch den. Quasi instant gecastet, dann into Finger of Death. Schön gemacht, aber auch schon schön von Chill, hat direkt noch die Ulti abgebrochen, die er mich jetzt brauchen wird. Auf jeden Fall, ja. Ja, oder? Naja, er belässt erstmal bei Rotations Mist. Kommen oder von Goomba. Exist ist da. Es sollte ein Kill 15 Toren werden hier. Und schön gesniped. Die Rotations ja, gefallen bisher von Goomba. Ja, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Space. Das ist ein Unicorn in Space, genau. Der farmt sich die Top-Lane, hat den Tower zerstört. Space Tower scheint nicht zu funktionieren. Sollte jetzt wahrscheinlich auf Drums gehen. Ja. Währenddessen sehen wir, wie Exist an seinem Boots of Travel arbeitet. Geht allerdings wohl, vielleicht sogar der, na, er braucht seine Boots of Travel, aber geht den nicht Farm Build, sondern erstmal Early Rockets und Laser, quasi Fight Build. Da March of the Machines in vorhergegangenen Patches doch deutlich genervt worden ist. Ja, deswegen sieht man ihn auch nicht so oft in Competitive Play. Goomba ist so ziemlich das einzige Team, was sie jetzt in der letzten Zeit Tinker abspielen sehen. Das stimmt, hat sehr, sehr nachgelassen. Auf Pubs freut man sich darüber. Pubs Stomper hält, aber ja, Competitive ist ein bisschen. Ist halt auch schade. Weil die guten Tinker-Spieler sieht man natürlich mehr im Competitive. Ja. Das hier, Watt wurde gespottet durch den Lightning Bolt, aber erstmal. Donkey können nicht dewarden. Also noch ein paar Helden da. Am Bottomline Chill, der sich die Rune secured. Findet in der Regel eine Rune. Gut, ist jetzt nicht sonderlich nötig auf der anderen Seite für Donkey was anderes, für Goomba was anderes zu machen, aber schön halt zu sehen, dass Ede halt komplett exist nur guardet, bis er die Boots of Travel hat und halt nichts anderes macht. Ist jetzt nicht auch nötig. Auf der Top-Lane kommt halt Unicorn von selbst klar und Chill sowieso auf der Bottom-Lane auch. Aber. Ja, der Brewmaster doch extrem stark mit seinem Drunken Haze gegen den Legion Commander. Macht viele Misshits. Eben noch einen schönen Crit in die Fresse gegeben. Ja, sehr schön. Halt Priorisierung ganz gut. Zwei Helden, die alleine klarkommen und die Supports sind immer bei Exist da. Chart aber jetzt auf die Bottomlane. Mal schauen, wie das überlebt wird. Und direkt die Rotation von Ede hier, die das mit dem Ward gesehen haben. Und mit schön gemacht. Legion Commander hat schon den Finger wieder ready. 2 Sekunden, 1 Sekunde, Finger und. Finger wird genutzt tatsächlich auf den Legion Commander, ja. Ne, auf nee, Zeus. Zeus, ja genau. Auf Zeus, der gerne, ich wollte schon sagen. Ja. Und der Brewmaster, oh, das wird desaströs hier. Sind wir versucht jetzt, rein. Unbedingt Exist zu bekommen, kriegt ihn hier auch. Bash, da hätte Exist einfach turnen müssen. Oh, ein starkes Plasma Field, das war's. 4 for nothing, also. 4-0. Wenn wir da mal reingucken Stark. Jetzt in den Kampfresümee. So 2000 Netflix Change, 2000 XP Vorteil. Holy ja, shit. Schon early rein und der Goldgraf verrät auch. Das war jetzt bei circa, weiß nicht, 6000, na 5000 noch sind. Ja, bei einem Tower Unterschied. Ja. Das und nach 11 Minuten early on ist auch schon ein relativ großer Vorteil und jetzt fängt der Tinker halt auch Gosche. An, richtig rumzurollen. Auch Chill fast an seinem Blinkdagger dran. Ja, das sieht nicht gut aus für Donkey. Während Space Cow hat kein Space created. Nur hat, der braucht noch, bis er seinen Dagger kriegt. Hat dann auch gar keine anderen Follow-up-Items. Ja, Tau wird im Contested Down gehen. Definitiv Fall, sinnvoll ja. Von Donkey, da nicht irgendwie rein zu. 2400 Gold auf dem Razor und er hat die Drums completed und PT. Also, das ist schon ein starker Farm, kann man nicht anders sagen. Wenn wir ins Network sehen, 2000 vor. 2500 vor dem ersten gegnerischen Hero. Oh, Double Damage Rune auf Boom Master. Auch die Supports müssen wir mal dazu sagen. Ede auch deutlich noch dran. Chill jetzt 12 Minuten Level Farm. 8 ist halt schon viel. Ja. Ja, der Finger, der mit dem Finger kann man halt Level machen, ne? Ja, Bottomlane Nico Baby wird hier wahrscheinlich down gehen. Mich wahrscheinlich, genau. Einfach weggeburstet. Da hat der Troll halt nicht viel Chance, ne? So viel AP hat er nicht. Ja,
Besonders waren halt auch sogar zwei Heroes, die jetzt committed wurden, um den Gank zu machen. Einfach um sicher zu gehen. Wenn sie wahrscheinlich sogar mit... Ja, wahrscheinlich mit Gasha alleine Solo-Kills holen können. Und der bereitet sich vor, vielleicht einen Solo-EP hinzubekommen, aber... AK-1 geht hier nicht weiter. Irgendwas wollte ich noch sagen, keine Ahnung. Ja, Ede hat ziemlich viel Levels, muss man schon sagen. Aber hier Chill mit Double Damage Rune könnte eventuell ein Solo-Kill auf Zeus werden. Ja, ein Hit, Hit und noch ein Hit und jetzt war's das. Aber eventuell könnte Chill hier down gehen. Oh, Split versucht. Das war ein schöner Snap. Auf der Bottom Lane sehen wir jetzt den Go. Gasha Go mit Epicenter, aber es reicht nicht ganz. Trotzdem kann Nico Baby jetzt nichts mehr tun. Dass der Axis rein TP'en kann. Ja. Rockets geben nur auf Vision. Er sieht ihn jetzt nicht, er sieht ihn nicht. Doch, der zieht ihn. Aber March of Machines wird sehen. Oh, die Plays. Oh, die Plays. Das war natürlich gewollt, ganz klar. Auf jeden Fall. Und gleich die 1358. Merken. Ja, das ist alle. Nee, die können wir nicht gehen. Geht da rein. Charge. Der Link ist ab. Das wird. Drum ist an. Und. Oh, Slavi geht hier einfach noch down. Geht rein und direkt wieder raus. Im March, im Plasmafeld und im. Im. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Gleich ist der Suicide. Da ist er tot, ja. Ja, zu viel. Aber Gasha kommt rein. Ja, holt. Ah, Follow-ups dann. Leider gemisst. Aber jetzt wow, kommen knapp rein. Ganz knapp. Trotzdem. Ja, ja, Level 3 Heat-Seeking Missiles, ne? Wenn es ein Level höher wäre, ist jetzt ein Double-Kill gewesen noch. Tja. Raus, aber gut. Ja, ein bisschen March ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll, gar nicht so sinnlos zu skillen. So langsam anfangen mit March. Aber ja, Blink-Dagger wird wahrscheinlich jetzt das nächste Ziel sein von Exist. Wahrscheinlich, oder ein Dagger, Dagen. Aber Dagger ist wahrscheinlich Dagger, Dagen. So, das wird so die Reihenfolge. Ja, einfach um auch safe zu sein. Ja, ja, er kann die ja richtig gut downjugen. Ja, kann man das schon mal so machen. Ist, glaube ich, davon abhängig, wie gut wir das spielen wollen. Wenn sie immer mit dem Support initiaten und Exist TP rein und holt sich den Kill, dann ist ein Dagen okay. Wenn er halt jetzt irgendwie Solo-Kills holen will oder Split pushen will, wäre wahrscheinlich ein Dagger besser. Dagger, Dagen, oh Gott. Aber Smoke Gank auf der Top-Lane von Donkey. Hälfte Smokes ist schon Ende und sich einen erstmal nicht zu finden. Mal schauen, ob sie da wirklich in 4 in die Mitte committen wollen. Wir sehen auch den Yasha-Pickup jetzt vom Razer, damit er noch schneller ist. Oh, ja. Da wird die... Yasha, zu spät. Zu spät und geht hier das wird wohl gewesen 2. sein, ja. Zeus Ulti, der währenddessen in der Mitte. Ja, Unicorn wird gegoat, Schild splittet. Kriegen sie auf jeden Fall Centurion. Aber mehr, nein, Leech Commander TP raus. Blinkt raus. 1-1. Auf jeden Fall worth it für Donkey. Aber sie haben halt auch sehr viel committed. Kompletten Smoke rumgegangen. Naja. Lief auf jeden Fall better than expected für Donkey. Die hier nicht mit dem mit Gasche gerechnet hatten. Wird aber jetzt generell schwer. 17, 7 Vorteil, also. Ja. Wird schwierig für Donkey auch irgendwas zu tun. Und wenn Goomba halt irgendwie zu dritt oder zu viert steht, Marches sind draußen, dann wie sollen sie da initiaten? Ja, und die Farming-Maschine läuft ja jetzt bei Axis. Ja. Will jetzt ziemlich zügig aufholen. Die Razer mit seinem 8K Network an erster Stelle. Ja, ganz klar. Ich mit dem Yasha Pickup eventuell nicht so ganz einverstanden bin, aber guter Bonus Movement Speed ist schon ganz gut. Da ziemlich ja, schnell sein, zumal auch mit den Drums und dann der Aura, wenn sie dann mal hochgelevelt wird. Wir müssen halt gucken, eventuell Goomba hat ein paar wenige Aggressive Wards, einfach um die den Spirit Breaker zu sehen. Weil das ist, würde ich jetzt mal sagen, die realistische Variante, wie Donkey Exist stoppen können. Wenn er gecharged ist, ungünstig und es passt, dann kann das ziemlich schnell das Ende für Exist bedeuten. Das kann man mit Aggressive Wards ganz gut lösen, aber jetzt erstmal der Go in der Mitte. Finden aber niemanden, sehen Centurion nicht. Ja, kurz vorgepuckt. Halt hier ein Ward wäre halt ziemlich cool. Aber währenddessen der Razer wird engaged. Aber Blink ist, na gut, 5 Sekunden Blink noch, Plasmafeld ist da.
Mal schauen, ob es so timed. Ja, oh, wunderschön getimed. Auf 2 Sekunden blinkt der gar noch. Und genau so getimed. Jede. Dead Play, weißt du, er gibt noch die Visions mit dem Finger, sodass Tinker noch executen kann mit den Rockets und so kriegen sie beide Skyriff und die Commander. Sonst hätten sie ja, Schwierigkeiten schön. Gehabt, den Skyriff noch hinterher zu chargen, der dann auch gerade raus CP'd ist. Sehr starke Aktion. Ja, schnell executed, gut executed und 19 zu 7. Gut dabei. Interessantes Ziel zum Unchargen. Aber gut. Ja, scheint, als würde Kuma doch wieder auf ihr Level zurückkommen, was sie mal gehalten hatten. Vor Jahreswende, sag ich mal, da waren sie deutlich besser. Auch in den Starladder-Qualis sehr erfolgreich gewesen. Oh, jetzt sehen wir den Go in der Mitte, Zeus. Kickburn ist ziemlich durch. Geht an Sandstorm. Aber jetzt erstmal noch mal direkt weiter, trotzdem blinkt der Gaunt raus. Das sollte aber auch der T1 Tower in der Mitte sein und damit sind alle T1 Tower down. Aber Gasha hat mal wieder den nächsten gefunden. Nico Baby. Low, aber schön rein und Dive on in T2. Nico Baby lebt noch. Muss aber aufpassen auf Exist. Trotzdem zu weit weg. Killing Spree. Der wird gleich gewirbelt. Da wird gewirbelt. Und den nächsten noch, ja. Disabled direkt. Charge und Cooldown. Nein, nichts zu machen. Ja, dann turnt er noch, warum turnt er? Weil war klar, dass er tot ist. Ja. Link auf Ede. 19 Minuten, nett. Ja, kann man auf jeden Fall machen, ne? Mein Wortmäßig. Ja, nicht so viel auf der Map, wo wir schon viele Wards gesehen haben. Aber hauptsächlich von der Dire quasi, die machen den besseren Job. So wie sie zurzeit spielen, braucht Goomba auch meines Erachtens keine Wards. Weil wenn sie zu viel Impuls bauen, die kann man immer brauchen. Ja, nicht so stark. Und Epicenter auf ein. Oh, ganz knapp. Alle low hier. Ede. Naja, den Blick der ja noch nicht draußen. Nicht bitte. Oh, chill. Mit chill im Glück. Findet die Regenrunde, sollte er sofort. Super lucky. Ja, und dann kommt der Charge. Wird abgebrochen, weil die Regenerationsrunde dauert. lucky. Kann man sich mal gönnen, ne? Werden dann noch die Bottle Charges geshared mit dem Razor, der dann auch wieder einigermaßen Full HP. Danke, Yasha, Pickup. Nicht so kommen. Meistens sieht man ja dann doch dort das Aghanims. Eventuell dann mit Refresher oder halt rechtzig Schaden. Ja, es scheint so, als ob sie noch den Tower Damage noch nicht so viel valuen. Ich hätte mich auch gedacht, ob er vielleicht anstatt dem Yasha einfach auf Mech geht. Bei 12 Minuten hat er es quasi rechtsklicken können. Aber wird hier geskippt. Nun, Unicorn ja auch nicht im Standard-Lineup, vielleicht da auch. Greedy Build. Einfach ein anderer Pickup, ja. Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, hier einen Mech zu haben. Ja, wir werden ja sehen, mit was er uns denn überrascht. 2000 Gold hat er wieder auf der Bank. 21 Minuten Mech. Ja, nie zu spät. Also doch, aber in dem Fall noch nicht. So, jeder findet jetzt hier Zeus. Schnell reagiert und mal schnell den Finger aufbekommen, bevor irgendwas passieren kann. Yasha ist drin, Zeus ist down, Split ist draußen. Skyrath Mage poppt auch. Legion ist hochgewirbelt, sollte mit dem Burn nicht blinken können. Jupp. Slavi geht dann hier auch down. Double Kill für Unicorn. 27 zu 8. Und 3000 Gold, jetzt kann das mehr kriegen. Ja, ist schon ein deutlicher Rape, auch wenn, ich sag mal, die Meta jetzt gerade nicht so pushlastig ist. Ist das doch schon zügig und ich sehe jetzt nicht die großen Possibilities auch, weil der Treu-Warlord jetzt nicht so die dicken Items hat, da zurückzukommen. Für Donkey Dota. Ja. Ja, den Middle Tower nehmen sie sich noch mit. Müssen nicht mal traden, der Top Tower noch auf gut HP. Bottom Lane wird gepusht und Axis. Wenn jetzt wahrscheinlich direkt Bloodstone auf die Bottom Lane gehen. Kein Degen. Nö, macht er erstmal Bloodstone. Ja, wer ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er dann Degen und Ethereal Blade baut? Und jetzt wurde er mit Go gemacht. Ja, schade. Also gut, ist jetzt spaßig genug quasi das Spiel, aber Degen und E-Blade zu sehen, macht auch immer Spaß, wenn so ein Tinker rein tippiert und Britzel macht. Ja,
da richtig durchschnetzeln durch das gegnerische Lineup. Ja, genau. Eine der Spaßfaktoren. Wir sehen jetzt hier Heroes auf der Bottom Lane. Ich zähle den Tinker einfach mal dazu, weil er schnell da ist mit dem TP. Ja. Oh, aber da sehen wir auch das TP. Zu zweit, sie wollen es wissen. Aber Vale und schön, aber Exist lebt noch. Oh, gerade so den Hit bekommen. Slavi ist, kommt rein, hat aber leider nicht das Duel gefunden. Gasha da noch knapp ran. Jetzt kommt Unicorn. Ah, hat das Blossomfeld nicht so ganz reinhauen können. Gasha mal wieder rein. Sitzt hier zurück. Und da jetzt kommt. Jetzt kommt die Kuh. Nein. Ah, hier wird da keine ganz Chance haben. Mist jetzt wahrscheinlich auch jede Menge noch Hits. Vorher. Unicorn holt sich den Splitbreaker noch vorher mit dem Gewitter. Aber geht auch down. Unstoppable Streak für Zeus. Und Goomba on the run. Tinker mal weg. Wollen sie hier turn? Gasha Double Stun. Okay, wunderbar. Wow. Double Stun von Eden noch hinterher und easy okay, wär's. Von dem Kampf war eben 2500 die Goldbeendung. 2900, 2500 fürs Dire Team und jetzt beim neuerlichen Kampf nochmal 1700. Also ob das so stimmt, frage ich mal zum Zweifeln. Er ist noch nicht drin, glaube ich. Tower fällt auch. Einiges. Ja, das sind ja solide 16.000 Gold Lead, also da ist, lassen sie nicht viel anbrennen. Ja, besonders die, das Gold auf dem Tinker ist ja, gut angelegt. Ja, auch den Tinker gleich executed. Die nächste Regen-Rune auf Chill. Ja, der freut sich bestimmt. Ja. Lucky, lucky, lucky. Bin ich hier ein Centurion, aber... Ja, wird direkt Go gemacht. Centurion ist dann wohl ziemlich tot. Bruder. Blink, blink, blink und down. Gasha 10 zu 7. Ja, wow, wenn wir uns jetzt das Value angucken, sehen wir 4 Radiant, 4 Dire Heroes auf Platz 1. Ja, ich glaube, es ist ziemlich over, wenn das Support Sand Game 1000 Net Worth. Gasha. Ja, 500 Net Worth über dem gegnerischen Carry. Und erstmal einen Smoke droppen, weil. Ja, hier wird natürlich bis zum Schluss geplayt, weil. Ich glaube, kann hier Time Rating? Ne, ist Best of 3. Ja, Best of 3. Vielleicht überlegen sie schon das Lineup fürs nächste Mal. Die Frage. Aber. Ja, sie hätten auch dieses Mal nicht lange zum Draft gebraucht, deswegen. Ja, scheinen schon geplant zu haben, was wir hatten, aber es hat nicht funktioniert. Space Cow hat nicht funktioniert. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil die Lanes waren alle gefüllt mit Heroes, die alleine klarkommen. Bis ungefähr auf den Tinker und da standen halt die Supports hinter. Gasha war halt auch immer da im Dschungel. Die Sieger hier raus spielen übrigens dann gegen Kawai, die sich gegen PR durchgesetzt hatten. Ich glaube, es war sogar gestern. Ich hatte gesehen, es ist ein Defend. Ja? Ah ja. Rangers Kawai hat Defend. Warum auch immer. PR scheint sich zurückgezogen zu haben. Schade, das war ja eigentlich für Dienstag angeplant. Aber dafür ist am Dienstag ja basically unknown gegen vor Anchors und Sea Captain. Tja, 10 zu 33. Networth und Goldgrafen sagen eine. Networth und XP-Grafen sagen eine recht eindeutige Sprache. Und wir werden mal schauen, ob jetzt hier DD noch einen anständigen Teamfight rausbekommen. Da kommt direkt der Go, aber während der Tinker schon reintippelt, it's the trap von Goomba. Und ein bisschen mehr Damage für Unicorn, der es unbedingt braucht. Ist jetzt 300 Damage. Cakeburn kriegt den Finger ab, nicht so schlimm. Ah, nur ein Solo-Stun, aber GG von Nico Baby. Ja, Teamwipe fast. Centurion ja, kann noch weiterfahren. Auf der anderen Seite der Map. Aber ja. GG, ja, gut gespielt, Frau Goomba. Guter Rape. Na, ja. Das Wort würde ich jetzt nicht benutzen, aber ja. Schön gespielt. So, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Game 2 folgt sobald. Naja, da Donkey jetzt wahrscheinlich kein Pub spielen werden, wahrscheinlich direkt. Stay tuned.